Hallo und herzlich willkommen zu Grill mir ein. Da sind sie wieder, die Hühnerschräger. Aber heute geht es nicht um toten Flugsaurier. Heute machen wir Mutzbraten. Ich bin Matthias. Und ich bin Selina. Und was wir dafür alles brauchen, das seht ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Wir brauchen Schweineschulter, Champignons, Zwiebeln, Sauerkraut und Speck. Majoran, Thymian, Salz und Pfeffer. So, als erstes marinieren wir das Fleisch. Das habe ich mir schon in Portionsstücke geschnitten, ne, circa Faust groß. Passt wunderbar. Und das marinieren wir jetzt mit Majoran, Thymian, Salz und Pfeffer. Und das war's im Prinzip schon. Jetzt nehmen wir den Majoran, ne, also schön frei nach Nase. So wie ihr das gerne haben möchtet. Bisschen Thymian rüber. Ich habe hier grobes Meersalz. So. Und ordentlich Pfeffer. Dann wenden wir das Ganze. Schön, dass auch überall Gewürz hinkommt. Und das Ganze einmariniert. Überall wo schon was hinkommt hier. Und dann geht das Ganze noch mal für eine Stunde knapp im Kühlschrank. Die Stunde ist jetzt rum und jetzt wird das Fleisch aufgespießt. Ich nehme das hier die Länge nach. Da das Fleisch immer ein bisschen neigt zum Trockenwerden, schiebe ich noch ein bisschen Speck zwischen. Ja, ihr wisst ja, alles schmeckt besser mit Bacon. So, noch einmal vorne dran, jetzt Bremse. So, das machen wir jetzt ein paar Mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind unsere drei Spieße. Die kommen jetzt auf den Grill für ca. 2 Stunden. Das heißt, die muss man ganz vorsichtig garen. Am besten mit Birkenholz. Ne, das ist eigentlich das Typische für den Mutzbraten. Aber da ich kein Birkenholz habe, nehme ich Buchenholz dafür. Und deswegen ist das auch kein original Thüringer Mutzbraten, sondern halt abgewandelt. Ne? Ja, und dann ab damit auf den Grill. Da liegen sie nun, unsere guten Stücke. Und jetzt für ca. 2 Stunden. Ich grill die jetzt von außen nur scharf an und dann werden sie indirekt weiter gegrillt. Leute, wenn ihr wüsstet, wie das duftet, unglaublich. Dieses Buchenaroma in der Luft, einfach herrlich. Und jetzt nochmal einen wunderschönen Sonnenuntergang hier. Klasse. So, jetzt höre ich auch auf zu schnacken. Bis nachher. So, ihr Lieben, 2 Stunden sind rum. Jetzt gibt es ein kleines Update. Oh, guckt euch das an, Leute. Und das riecht. Das ist einfach irre. Ne? So. Und gucken wir mal von der Temperatur her. Erstmal hier so schön ins dickste Fleisch einstechen. 63 Grad Kerntemperatur. Das sieht auch gut aus. Das nehmen wir auch so. Das haben wir schon 66, 67, 67. Jo, weiter wollen wir es auch gar nicht haben. Ja, also ist jetzt quasi der nächste Schritt, das Fleisch, die Spieße runternehmen, ruhen lassen. Und jetzt kümmern wir uns um die Champignon-Sauerkrautpfanne. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, jetzt kümmern wir uns um die Champignonpfanne. Ich weiß auch nicht, warum jetzt die Bauern nachts aktiv werden. Aber ist ja auch egal.
Ne? Wir haben hier ein bisschen Öl drin. Und wenn es Blasen bildet, ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, es blubbelt ganz gut, ne? Dann ist das Öl heiß genug. Keine Sorge, das ist nicht über den Rauchpunkt, weil wir hier immer noch das Buchenholz drin haben. Das räuchert halt noch ein bisschen nach. Ah, jetzt fängt das richtig an zu blubbeln. Also fangen wir jetzt an. Als erstes geben wir halt den Speck in die Pfanne. Ja, hört man auch, ne? Öl ist gut heiß. Und lassen den Speck ein bisschen aus. Ich hoffe, man versteht mich noch. Jetzt geben wir die Champignons dazu, weil die mit am längsten brauchen. Die können da drinnen jetzt erstmal ein bisschen Farbe annehmen. Die fallen ja auch gleich noch ein bisschen ein. Also Deckel drauf. Und dann gucken wir ein paar Minuten wieder rein. Und dann gucken wir mal rein. Jawohl. Langsam werden die Champignons. Kurz ein bisschen umrühren. So, dass wir jetzt unsere Zwiebeln mit dazu geben. Ja, die lassen wir jetzt schön glasig werden. Fallen gleich noch ein bisschen ein hier. Ja, sieht das schon gut aus. Und es riecht vor allen Dingen richtig lecker. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, die Zwiebeln haben jetzt auch gut Farbe angenommen, ne, schön, also was heißt Farbe, schön glasig geworden. Ne, die Pilze haben Farbe angenommen, der Speck auch und jetzt kommt ein gutes Stück Kräuterbutter rein. So, das lassen wir erstmal runtergehen und danach kann der Sauerkraut rein. Ja, Kräuterbutter ist gut zerflossen und jetzt packen wir auch das Sauerkraut dazu. Ja. Typisch Schmutzbraten, schön mit Sauerkraut serviert. Perfekt. Ja, das lassen wir jetzt dann noch ein paar Minuten drauf. So, kurzes Update. Oh, guckt euch das an, Leute. Jo, ich würde mal sagen, das ist fertig. Sieht gut aus und riecht vor allen Dingen fantastisch. Ja, und dann sehen wir uns gleich bei der Verkostung. So, ihr Lieben, da sind wir wieder und das ist er, unser Mutzbraten mit Sauerkraut und Champignons. So, und jetzt muss das Ganze natürlich mal getestet werden. Wäre gut. Ein bisschen Sauerkraut, Senf drauf. Total lecker. Entschuldigung, mit Vollmund spricht man eigentlich. Ne? Aber wenn ihr mal auf den Weihnachtsmarkt kommt, ne? Region Thüringen oder Westsachsen, da gibt es immer den Mutzbraten auf dem Weihnachtsmarkt und das schmeckt verdammt lecker. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf dem Weihnachtsmarkt seid, schnappt euch ein bisschen Mutzbraten. Total klasse. So, und das war's auch heute schon wieder mit dem Video. Ich sag guten Appetit und tschüss. Euer Matthias. Und euer Selina. Ciao.